angefangen, in hohem Maße Drogen zu verkaufen. What the fuck? Und werde That jetzt escalated wahrscheinlich auch quickly. bald in Haft müssen, What the fuck? wegen einem Tankstellenüberfall. Und da haben Hä? wir eigentlich alle. Frage an einen Asperger-Autisten, Bruder. Da sehe ich mich aber sowas von. Also wie gesagt, ich werde hier währenddessen ein paar Pilze schneiden, weil ich mir jetzt gleich was Geiles zu essen mache. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ich hier nicht so aktiv darauf reagiere. Aber ich höre immer zu natürlich und drücke Pause. Wenn Sie den Namen Asperger-Autismus hören, sofort an Sheldon Greta Thunberg. Cooper denken oder an irgendwelche Hochbegabten, denken Stephen Hawking oder solche Leute, das stimmt überhaupt nicht. Echt nicht. Ich heiße Maximilian, bin 27 Jahre alt und komme aus Hamburg. Im Alter von 6 Jahren wurde ich fälschlicherweise mit ADHS diagnostiziert. Später stellte sich Das passiert heraus, voll dass oft ich bei Asperger, Asperger-Autismus oder? habe. Ja. Das passiert bei Asperger-Patienten, glaube ich, voll oft, oder? Chat. Ihr müsst es ja wissen. Hallo Max. Papa Platte stinkt nach Maggi. Ich möchte von dir wissen, was ist. Nein, oder? Bro. Gute Frage. Also der Asperger-Autismus ist sozusagen eine Unterform des klassischen Autismus. Man sagt oft zu mir, ich bin empathielos. Ja, ich kann mich nicht in andere Menschen hineinversetzen. Same. Das ist ein großes Problem. Ich muss aber dazu sagen, dass jeder Asperger-Autist im Prinzip unterschiedlich ist. Wie es unterschiedliche Menschen auf der Welt gibt. Du kannst doch nicht sagen, dass jemand ein Asperger-Autist ist, sondern es gibt auch voll viele Leute, die einfach Asperger-autistische Züge haben. Wo ich dazu sagen muss, ich glaube, ich gehöre auch dazu. Ich meine, dass ich ein Autist bin, steht ja außer Frage. Ich bin ja ein Genie. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Gibt es auch unterschiedliche Formen des Asperger-Autismus, könnte man so sagen. Zum Beispiel gibt es Asperger-Autisten, die haben große Schwierigkeiten damit mit Reizüberflutung. Ja, die haben Probleme mit dem Hören, die hören ganz viele Töne auf einmal, können nicht unterscheiden, was ist jetzt, wo kommt was her, was ist jetzt relevant, wo muss ich zuhören. Ich frage mich gerade, was er für ein Typ ist, so. Von dem, wie ich es jetzt mitbekomme, ich glaube, ihm fällt es schwer, sich durchgehend auf eine Sache zu konzentrieren, ne? Und deswegen wird bei ihm auch ADHS diagnostiziert, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Aber schauen wir gleich mal, er wird es, glaube ich, gleich noch sagen, ne? Was ist wichtig? Dann gibt es viele, die können mit Licht oder visuellen Eindrücken überhaupt nicht ab. Das ist einfach zu viel. Und die größten Probleme beim Asperger-Autismus entstehen in der sozialen Interaktivität mit anderen. Oder ganz normal, typische Situation in der Schule. Man möchte bei fremden Mitschülern ankommen oder man möchte guten Tag sagen oder man möchte irgendwie dazugehören. Und der Asperger-Autist steht dann in der Gruppe und es wird über irgendein Thema gesprochen in der Runde. Es geht einmal reihum rum. Und dann komme ich dran und dann sage ich was und es wird nicht verstanden. Oder alle gucken, hä? Passt da jetzt überhaupt nicht, oder? Ja, das ist. Chat, kommt euch das bekannt vor? Kommt euch das bekannt vor vielleicht? Ich schau, das sind so Sachen, das hat jeder Mensch. Das kannst du nicht nur auf Autisten irgendwie so hinlegen. Aber ich kenne viele Leute, bei denen das ist halt Real Talk. Deswegen sage ich, man kann nicht so kategorisieren. Das ist ein Asperger-Autist, sondern er hat wahrscheinlich einfach Züge so. Ich werde einfach Every überhaupt day, nicht Bro. verstanden. Und das größte Problem daran ist, dass Leute einem das auch nicht sagen. Und dann werden dadurch auch viele Leute ausgegrenzt. Tripaholic ja, bei fragt Kindern sich, halt speziell, ne? Hast du komische Rituale? Das wird sehr viel angenommen, aber im Prinzip stimmt das nicht. Oft wird man falsch verstanden. Es sind dann keine Rituale, sondern Sachen, womit ich die Welt dann besser nachvollziehen kann oder besser verstehen kann. Ich überlege gerade, wie ich euch das am besten erklären kann. Und zum Beispiel, Confusion. Ich gucke sehr gerne Serien. Und da habe ich mir zum Beispiel viele Verhaltensmuster angewöhnt von anderen Leuten, die ich sehe, die zum Beispiel in Situationen, wo ich nicht klarkomme, gut klarkommen. Ein Beispiel. In der Serie geht die Frau angestrengt von A nach B und es ist gerade ein Riesenstreit und die Frau macht, oh, und Mensch, das kann nicht sein. Mann, und dann Alter! Gucke ich mir das an, denke mir, oh, das macht sie gut oder wie auch immer. In Situationen, wo ich eigentlich ausgeschlossen werde, versuche ich dann die Situation nachzumachen. In der Schule war das oft so. Ich habe mir die coolen Mitschüler angeguckt, habe geguckt, was die so reden, wie die reden, was sie machen und habe das kombiniert mit Sachen, die ich in Serien gesehen habe. Oh Leute, ihr müsst mal wissen, ich habe was, oh, mir ist was passiert am Wochenende. Das ist ja der Wahnsinn. Club der anonymen Reptiloide Smart.
möchte von dir wissen, seit wann weißt du, dass du Autismus hast? Fälschlicherweise wurde bei mir ADHS diagnostiziert. Das passiert bei soweit ich weiß, richtig kaufe. Das passiert bei richtig vielen, soweit ich weiß. Danke für den Sub, Banco. Hallo. Ich bin neu hier. Sind Sie so ein Reaction-Streamer wie Kevin A. Teller? Vielen Dank für diesen Stream. Kuss der Banlaff. Du meinst ein Just-Chatting-Andy? Nein. Ich mache wenigstens was Produktives, wisst ihr? Kevin sagt so, er schaut sich dieses Video an und sagt so, ah ja, also wenn er sich das hier anschaut, hey, das bin ja voll ich auch, was der gerade beschreibt. Ich bin hier und ich mache was Produktives für das Wohl der Gesellschaft. Ich schneide hier gerade meine Champignons, damit ich mir dann nachher gleich ein schönes veganes Essen zaubern kann. Peinlich erstmal passieren wird. Dann habe ich Ritalin lange Zeit bekommen. Voll geil. Was natürlich bei ADHSern super funktioniert. Sie können sich gut konzentrieren, das schlägt super an. Bei mir tat es das natürlich nicht, da ich ja kein ADHS habe. Ich wurde ziemlich, ziemlich dick. So, das sind die klassischen Nebenwirkungen. Das hat trotzdem, obwohl ich so eine große Gewichtszunahme hatte, hat das ungefähr gewirkt wie Kokain oder Crystal. Dann habe ich noch einen Saft bekommen, Methylphenidat. Also ist im Prinzip das gleiche wie Ritalin, nur flüssig. Das wurde dann extra für mich angefertigt. Und da hat meine Mom gesagt, das kann nicht sein. Der Junge schläft nachts nicht, der weint ständig. In der Schule sind total da Ausfälle. Und hat es dann von einem Tag auf den anderen abgesetzt. Da hat sie noch sehr großen Ärger mit den Ärzten bekommen, weil das ist auch nicht ohne. Und dann ja, hatte ich schwere Folgeprobleme, starke Nebenwirkungen, Panikattacken, Wachstumsstörungen, Libido-Störungen. Ich konnte keinen Sex mehr haben. Ich habe Ritalin sehr, sehr gemocht. Wait, in welchem Alter war das? Wird nicht normalerweise als Kind diagnostiziert, wenn man ADHS oder halt Asperger hat? Er hat doch vorher gesagt, im Alter von 6 oder sowas, oder? Was war das? Jetzt habe ich nicht mehr genau im Kopf. Champignons schneiden ist ein bisschen ablenken nebenbei. Aber was hat er am Anfang gesagt? Wie alt er war, als das diagnostiziert wurde? Weil, was redet er auf einmal von Sex haben, wenn er 6 Jahre alt ist? Jetzt bin ich verwirrt. Oder hat er das so lange genommen, bis sie das gemerkt haben? Habe. Ja, jetzt habe ich Kraft, jetzt habe ich Power und ich kann so viel, so schnell und so viel reden und alle verstehen mich auch. Das war, für mich hat es ja dann gewirkt in dem Moment, aber dann wurde das abgesetzt und dann hat mir das natürlich gefehlt. Das ist wie ein ganz normaler Drogenentzug, kann man sich den vorstellen, mit Schwitzen, mit Fieber. Ja, ich alle hab, dabei. Meine Mom hat mir erzählt, ich habe viel geweint, sehr viel geschrien, bin eine Woche dann auch nicht zur Schule gegangen, bin, war krankgeschrieben, ja. Hä? Er macht jetzt gerade wieder einen Sprung, was ihm seine Mama erzählt hat. Das heißt, er kann sich nicht daran erinnern. Das heißt, er muss ja jung gewesen sein. Was redet er dann mit von wegen, ich konnte keinen Sex haben? Ich bin gerade voll verwirrt, Alter. Der widerspricht sich irgendwie hier. Diese Autisten einmal. Typischen Absetzprobleme bei Ritalin. Hast du schon mal andere Drogen genommen? Ja, nachdem das abgesetzt worden ist und ich in diese, sag ich mal, in diese Entzugsentscheidung, in Depressionsphase geraten bin, wurde nur noch gemobbt, kam nicht mehr hinterher, die Lehrer wollten und konnten nicht mit mir umgehen und bin dann sehr schnell auf Cannabis gestoßen, auch von den Mitschülern und so, die mich eigentlich erst ärgern wollten, ah hier, guck mal, der Idiot, hier, lass ihn mal kiffen, mal sehen, dann kackt er ab und ah, geil. das ist nicht passiert, ich habe gekifft, ich fand es super toll, ich habe gemerkt, ich kann mich freuen, was ich sonst eher nicht so konnte. Ich konnte mich besser artikulieren, wurde auch dann angenommen. Ah, der kifft auch. Okay, den holen wir in unsere Gruppe. Und dann... Klassische deutsche Teenager. Wurde älter und somit habe ich dann jegliche anderen Drogen ausprobiert. Kokain, LSD, alles, was noch so geht. Und haben die geholfen? Im ersten Moment hat es geholfen. Ich wurde angenommen. Wenn man auf eine Party geht, wo viele Drogen genommen werden und alle sind total... Banane, sag ich mal. ja, wenn man selber nicht normal ist und alle anderen in dem Moment nicht normal sind, dann fällt man nicht auf. Ist ja klar. So, wenn man dann mal seine komischen Sprüche bringt, selbst wenn man nüchtern ist, dann fällt das gar nicht auf, wenn alle sowieso auf Drogen sind und alles witzig finden. Das soll jetzt nicht so klingen wie, ihr habt Asperger-Syndrom, nehmt Drogen, das wird euch helfen, geil. Nee, das kann man nicht so sagen. Das macht dir viel mehr Probleme als alles andere. Als es mit dem Cannabis anfing, hat es dann auch nicht lange gedauert, bis ich Zugang zu härteren Drogen hatte. Dann kamen noch durch Ritalin die Spätfolgen, die Panikattacken, kamen gar nicht mehr zurecht, wollte mich am liebsten umbringen. Das kam so spät, oder wie? Ich wusste es allerdings nicht, dass ich so stark gefährdet bin in dem Moment. Das hat eher meine Mom erkannt.
und hat mich auch in die Psychiatrie dann gefahren, etc. Ja, aber so richtig von den Drogen bin ich dann letztendlich nicht mehr weggekommen, weil ich dieses Gefühl von damals in der Schule, was ich hatte, dieses Gefühl, ich kriege was und ich werde normal, das war unbeschreiblich so und ich wollte es immer wieder haben. Und habe dann angefangen, in hohem Maße Drogen zu verkaufen. What the fuck? Und werde jetzt wahrscheinlich auch bald in Haft müssen. What the fuck? In einem Tankstellenüberfall. Und da haben wir eigentlich alles zusammen. Bro, what the das ist gerade hardcore eskaliert. Holy shit. Dude, what the hell? Was man eigentlich jetzt aus diesen ganzen Fragen vorher zusammennehmen kann, was ist genau passiert? Empathielosigkeit. Ja, ich hatte kein Mitgefühl für den Mitarbeiter. Da haben wir es wieder, Empathielosigkeit. Was ist gut, was ist falsch? Ist das richtig, was ich mache? Ist es nicht richtig? Das ist sowieso schon stark eingeschränkt bei mir. Und dann noch unter Drogen ist natürlich gar nicht. Ja, aber warte mal, wenn er unzurechnungsfähig ist, dann kann er ja nicht belangt werden für die Straftaten, die er begeht, oder? Der landet ja dann in einer Psychiatrie für Straftäter, oder? Und nicht im Gefängnis. Oder bin ich da jetzt verwirrt? Lea, danke, by the way, für den Sub. Es war halt auch wieder eine Idee, muss ich trotzdem sagen, gut durchgeplant, ja, wie ich halt nun mal bin, tagelang geplant und dann... Ich glaube, er ist aber schon extrem hart in dem Film drinnen, dass er halt Asperger hat und das halt durchlebt und alles mögliche danach. Ich bin reich und diese 60 Euro Rolle habe ich in 6 Jahren verdient. Aui. Ich bin wieder da, um das Video zu unterbrechen. Lachender Smiley. Das ist der zweite Teil vom halben Buch, damit wir ganze Buch haben. Ihr wollt reich werden, kommt in den Instagram-Millionen-Club. Hier die Nummer. Moin. Irgendwie im Drogenrausch doch spontan gemacht und Asperger-Autisten, die spontan was machen, das funktioniert sowieso nicht. Hast du Angst vor dem Gefängnis? Oh ja, da habe ich richtige Angst davor. Weil ich nicht weiß, wie die Mitgefangenen auf mich reagieren werden. Generell hat sich bei mir die Frage gestellt. Ich bin mir nicht sicher, das kommt halt darauf an, was für eine Form von Asperger oder Autismus er halt hat, aber normalerweise bist du sehr kühl und kalkulierst alles Mögliche und das macht er gerade nicht oder er spielt uns das vor, finde ich schon. Weil er redet so viele Sachen, die nicht stimmen können. Also dass er mit der Libido, mit dem Sex, mit den Drogen und so weiter, das ist alles nicht stimmig. Also die komplette Geschichte, die er erzählt hat, ist nicht stimmig. Wisst ihr, was ich meine? Entweder bringt er das durcheinander aufgrund seines Aspergers oder er erzählt uns absichtlich was Falsches. Genauso mit dem Haft jetzt, das macht keinen Sinn. Wenn du eine psychische Krankheit hast und du begehst eine Straftat, dann kommst du in eine Strafanstalt für psychisch Gestörte und nicht ins Gefängnis. Wohin eigentlich mit kriminellen Behinderten? Das ist natürlich... Ja, habe ich... Okay. So eine Sache... Und die Frage wurde mir dann beantwortet vor Gericht. Ja, ich komme in eine normale Haftanstalt. Warum? Und mal sehen, wie das wird. Warum? Es macht halt keinen Sinn, hä? Das verstehe ich nicht, wirklich nicht. Twitch-Snitch interessiert. Hast du Probleme im Alltag? Wo soll ich anfangen? Ich habe sehr viele Probleme im Alltag. Es fängt bei einfachen Sachen an, wie Sarkasmus oder Ironie. Verstehe ich überhaupt nicht. Oder wenn zum Beispiel, man kennt's in der Großstadt, man rempelt jemand an, ey du, uga, dann haut man sich so. Das passiert bei mir sehr oft, sehr schnell, weil ich überhaupt nicht weiß, wie soll ich reagieren. Oder ich mache falsche Sachen, die dem Gegenüber so aggressiv machen. Ich sehe es aber nicht, dass derjenige aggressiv wird. Das sind große Probleme. Verträge, Briefe, die per Post kommen, die in so einem Bürodeutsch geschrieben sind. Ich kann ja schon normales Deutsch kaum so verstehen. Wie soll ich denn sowas dann verstehen? Bei so einem Brief und... Es ist so krank, wie viele Alltagssachen das halt eigentlich sind, die für uns halt voll selbstverständlich sind, die er halt nicht wahrnimmt und so. Also ein paar Sachen kann ich da jetzt... Ich kann es schon so nachvollziehen, wenn man da so seine Probleme hat und alles Mögliche. Aber es ist krass, dass das so weit geht auf der einen Seite. Wisst ihr, das sind so ein paar so normale Probleme, würde ich sagen, und dann kippt das aber auf eine voll andere Richtung auf einmal. Wisst ihr, was ich meine? So nach dem Motto, so, ja, ich kann keine Briefe lesen. Und wenn ich mich zudröhne, dann überfalle ich eine Bank. Hä? Wisst ihr, was ich meine? Dieser Balance ist halt, das ist so... Okay. Sieht ja ein normaler Mensch schon nicht durch. Und so eine Leute wie ich haben natürlich super, super Schwierigkeiten. So geht es nicht allen Asperger-Autisten, so geht es mir aber auf jeden Fall. Umgang mit Geld
überhaupt gar nicht meins, kann ich auch überhaupt nicht. Meine Mama muss mir fast jeden zweiten Tag Geld geben, weil ich das sonst überhaupt nicht raffe, wie man mit Geld richtig umgeht. So. Monte. Aber das sind so die kleinen Probleme. So, die größeren Probleme eher sind entstanden durch das Ritalin. Durch die falsche Diagnose und durch das Absetzen. Das passiert aber richtig oft. Das passiert richtig oft. Stefan K. fragt sich, hast du eine Inselbegabung? So viele Asperger-Autisten haben eine Inselbegabung. Bei mir ist es so, ich habe jetzt nicht eine Sache, die ich perfekt kann, aber ich kann alles sehr schnell erlernen und das ziemlich gut. Ping-Pong habe ich in einer Minute gelernt, perfekt. Ping-Pong, okay. Computerspielen zum Beispiel ist auch ein großes Ding von mir, weil man da halt immer Achtung, auf die Perfektion kommen kann, immer 100% das ist Überfall, gib im ESE-Money schnell raus vom SE-Kasse. Nein. Was soll heißen? Nein. Mich das Schönste sozusagen, wenn alles erledigt ist, alles abgearbeitet, alles geschafft, was es hergibt. Komo möchte wissen, wurdest du in der Schule gemobbt? Die haben wir doch schon beantwortet, oder? Ich weiß von vielen anderen, ich kenne auch viele andere Asperger-Autisten, die sehr stark gemobbt werden. Es geht hin bis zu Morddrohungen tatsächlich. Aber ich habe sehr schnell mit Aggressivität darauf geantwortet, habe mich sehr oft geschlagen. Ich habe jeden in die, sag ich mal auf Deutsch, in die Fresse gehauen, der mir doof gekommen ist. Und somit hatte ich aber, wie gesagt, zum Mobbing jetzt keine Probleme. Im Gegenteil, ich habe eher die anderen gemobbt, weil sie in meiner Welt nicht so waren, wie ich das für richtig empfand. Später dann allerdings, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, habe ich auch die andere Seite kennengelernt. Da wurde ich extrem gemobbt. Teilweise sogar von den Lehrern, weil die dachten, der ist doch nicht normal. So, und deswegen, ich kenne beide Seiten und es ist, sage ich mal, für beide Seiten nicht angenehm. Gillette Abdi Allstars fragt sich, fällt es dir schwer, Freunde zu finden? Ich kann bis heute sagen, dass ich vielleicht einen besten Freund habe. Immer noch auch. Also, sage ich mal, neue Kontakte zu finden, fiel mir damals oder auch heute noch schwer. In den letzten 2 bis 3 Jahren merke ich, dass es mir leichter fällt, Leute kennenzulernen. Aber auch nur, weil ich so viel Erfahrung schon gesammelt habe und weiß, welche Sachen gut ankommen und welche nicht. Meistens sage ich auch dann die gleichen Sätze zu neuen Leuten, immer wieder das gleiche Programm abfahren. Funktioniert ja. Naomi fragt sich... Das ist eigentlich krass. Das ist krass. Kannst du in Discos und auf Partys gehen? Ja. Mit Ecstasy schon. Kann ich, klar. Das liegt daran, dass ich so gut tanzen kann. Habe ich mir natürlich sehr schnell und einfach beigebracht. Aber dieses Klassische, was man mit Disco gehen verbindet, mit Mädchen anquatschen oder so, da lasse ich lieber die Finger davon. Weird Flex. Cringe-Minister möchte von dir wissen, hast du eine Freundin? Ja. Ist die auch Autistin? Nee, die ist normal sozusagen. Wenn man normal das so sagen könnte. Und die weiß das gar nicht. Ich bin reich! Und jetzt würde ich jetzt sagen, hallo Schatz. 60-Euro-Rolle habe ich in 6 Jahren verdient! Wait, what? Das störte meine Süße überhaupt nicht. Sie zog mir die Shorts zu die Knie und leckte alles sauber und blies anschließend mein so lange, bis er wieder stand wie eine. Da hatten wir dann ungefähr 15 Minuten Spaß dran. PPG 69, PPG 420, Verhiesdö stinkt 6969. Ja, seine Freundin weiß es nicht, ne? Ich möchte wissen, was ist anders in der Liebe und beim Sex, wenn man Autist ist? Also, ich kann ja nicht wissen, was anders ist, weil ich das anders nicht kenne. Wenn es um Thema Sex geht, habe ich quasi über die Jahre ja rausgefunden, sozusagen, was gut funktioniert und was nicht. Und habe mir darauf... Er hat sich das schnell angelernt, oder? Bin mich dann mal hingesetzt. Bin das logisch und strategisch angegangen, habe mir ein Programm sozusagen erstellt von den besten Stellungen und den besten Sachen, die man machen kann. Und dieses Programm fahre ich dann einfach ab. Es ist auch immer dasselbe. So, da ist keine große Variation. Aber ich sage immer so... Da könnt ihr noch was lernen, Jungs. Man kommt immer zum Ziel. Hast du Angst vor Berührung? Ja, Angst jetzt nicht, aber ich mag es
überhaupt nicht berührt zu werden. Kuscheln zum Beispiel ist auch, da muss ich die Person wirklich, wirklich gern haben. Ich sag jetzt nicht lieben, so, weil ich kann das nicht so richtig definieren, was das ist. Aber wenn ich eine Person richtig gerne habe, dann ist Kuscheln auch in Ordnung. Sex, boah, da ohne Scheiß. Ist auch für die Zeit in Ordnung, aber sonst Berührungen zum Beispiel von Fremden oder anderen Leuten, selbst teilweise von meinem Dad, das muss nicht sein. Ich war richtig ähnlich. Das habe ich aber, das habe ich mir abgewöhnt. Aber vor 2 Jahren war ich ganz genauso. Vor 2, 2,5 Jahren war ich ganz genauso, was das Thema angeht. Milena WLL fragt sich, kannst du gut Augenkontakt halten? Nee, das, das ist merkt man auch schon. Das Allerschwierigste und Schlimmste überhaupt. Er schaut die ganze Zeit woanders hin. Ich kann mich dann überhaupt nicht mehr konzentrieren, was daran auch liegt, dass das Gesicht mir überhaupt nichts sagt. Warum soll ich da auch hingucken? Ich kriege da keine Information. Und viele, viele Menschen halten das für unhöflich. Kuschhunter fragt sich, was findest du komisch an Menschen? Ja, also ich selber finde gar nichts komisch an Menschen. Ich finde meistens, ich bin der Komische. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist Verhaltensmuster, die ich nicht nachvollziehen kann oder Sachen, die ich überhaupt nicht logisch finde und dann merkwürdig finde. Ist alles so krank, wie es auf Logik basiert bei ihm. Ist heftig. Aber meistens in diesen Situationen fällt mir eigentlich viel mehr auf, wie komisch dann ich bin. Und nicht die anderen. Dino D möchte von dir wissen, hat Autismus auch Vorteile? Ja, dass du alles logisch behandelst. Und kann man so oder so sehen. Wenn man Auftragskiller ist, hat das bestimmt viele Vorteile, empathielos zu sein. Ich kann zum Beispiel umsonst mit Bus und Bahn fahren, weil ich einen Behindertenausweis habe. Weitere Vorteile kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht nennen. Das sind eher Nachteile, die man hat. Hugo fragt sich, bringt dich dein Autismus manchmal in komische Situationen? Let's Hugo. Eine komische Situation entstehen häufiger zum Beispiel, wenn jemand durch mein Verhalten sauer wird oder sich beleidigt fühlt und mir das dann sagen will und ich verstehe das überhaupt nicht. Oder wenn jemand aggressiv mir gegenüber ist, aber, sag ich mal, nicht die Stimme erhebt oder mich anschreit, dann ist es für mich zum Beispiel sauschwierig zu erkennen, dass jemand aggressiv gerade ist und das kann manchmal eine blöde Situation bringen. Lady with a Trashcan fragt sich, wünschst du dir manchmal, du wärst kein Autist? So direkt kann man das eigentlich nicht sagen. Also hätte ich damals kein Ritalin gekriegt und wäre nicht fälschlicherweise mit ADHS diagnostiziert worden, würde ich wahrscheinlich heute nicht in Haft müssen und hätte diese ganze Odyssee nicht machen müssen. Natürlich in meinem Fall ist es ein bisschen blöd gelaufen, aber trotzdem ist es ist nichts dabei, Asperger-Autist zu sein. Touch me and slip away. I can't hide.